Mitten in der Klimakrise sollen überall neue Autobahnen gebaut werden. In Berlin A100, in Dani A49, in Hamburg A20, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt A14, in Kassel A44, in Uelzen A39, in Süden Sachsen-Anhalt A143 oder in Oberhausen A2, A3. So sieht der veraltete Verkehrswegeplan der Bundesregierung aus. Inzwischen ist, denke ich, jedem klar, halt nach den letzten drei heißen Sommern und trockenen Sommern, dass ein Umdenken notwendig ist, dass wir eigentlich die gesellschaftliche Transformation endlich realisieren sollten und realisieren müssen. Also es gibt auch Menschen, die zu uns kommen, uns zuhören. Es gibt Nachbarschaft, die uns unterstützt. Und es gibt auch ganz starken Gegenwind. Es gibt die letzten Ereignisse, dass halt genau viele Menschen mit wahrscheinlich rechtsradikalen Gesinnungen ganz stark gegen uns sind, dass sie den Bahnhof angegriffen haben. Verzieht euch in eure Multikulti-Großstädte, in eure rechtsfreien Räume. Also ich habe schon das Gefühl, dass es hier in der Bevölkerung viele Leute gibt, die uns unterstützen oder auch unterstützen wollen würden, aber es haben auch viele Leute Angst, sich klar zu positionieren, eben durch die Gefahr von rechts. Wir wurden schon sehr viel von Antifa-Gruppen aus der Gegend eben gewarnt, dass es hier eben Strukturen gibt, Strukturen, die eben im Waffenbesitz sind. Als letzte Woche eine AfD-Kundgebung gegen die Waldbesetzung war und eigentlich auch gegen uns, weil es war genau hier auf unserem Platz, wo wir sonst immer die Mahnwache machen, fand die Kundgebung statt. Haben wir halt eine Gegendemo organisiert. Alle zusammen gegen den Faschismus! Und dann kam es zu einem Angriff auf den Lauti. Also anscheinend hat die Polizei das nicht so richtig gecheckt und dann kamen halt so, ich weiß nicht so, na, so knapp 30 von den Nazis standen da so und sind dann halt auf den Lautibahn drauf. Also davon ungefähr 5, 6, 7 sind halt bis an den Lautibahn rangekommen. Ab da fand ich die Stimmung auf jeden Fall sehr bedrohlich. Also in der ganzen Innenstadt waren überall Nazi-Gruppchen verteilt und haben wirklich darauf gewartet, dass Leute da lang gehen. Also es wirkte auf mich sehr koordiniert. Veränderungen sind eigentlich immer nur von unten angestoßen worden und initiiert worden. Deshalb finde ich es wichtig und bin auch froh, dass halt hier viele Menschen auch aktiv sind, dass Leute aus ganz Deutschland hierher kommen in Moni und sich engagieren für einen Stopp des Autobahnneubaus A14, für den Klimaschutz, für eine Verkehrswende, die wir dringend brauchen. Dass wir eben fordern, dass dieser Kapitalismus, wie er so weiter betrieben wird, keine Lösung sein kann. Ich für mich persönlich, wenn ich für mich spreche, fordere eine ganz klare Abkehr davon und eine Hinwendung zu neueren Lösungen und anderen Wegen. Und eine Autobahn auszubauen ist dann eben nur eine Weiterführung von dieser Konsumgesellschaft und eine Weiterführung von den Strukturen, die andere Menschen, Tiere und auch die Natur, und mit der wir leben, immer weiter ausbeuten. Deshalb fordern wir den sofortigen Stopp der Bauarbeiten an der A14 und allen anderen neuen Autobahnen. Ein sofortiges Moratorium des Bundesverkehrswegeplanes und dessen Überprüfung unter Klima- sowie Atemschutzgesichtspunkten. Sozial- und klimagerechte Mobilität für alle, eng getaktete ÖPNV zum Nulltarif, auch im ländlichen Raum, sowie öffentliche Mitnahmeplattformen und ein gutes, ausgebautes Fahrradwegenetz. Ja, verdammt! Den Ausbau des überregionalen Schienenverkehrs und den Rückbau des klimaschädlichen Luftverkehrs.